Ein Tag autark im Wildniscamp. Viele haben gefragt, wie geht's mir, was machst du da oben so ganz alleine in der Natur? Und ja, hier ist mal ein Tag, so was so abgeht im Wildniscamp. Um 6 Uhr habe ich den Ofen schon angemacht und geduscht und gestern habe ich ein paar Teige vorbereitet und jetzt geht's direkt mal los ans Backen und Backvorbereitungen. So, das gibt einmal Zimtschnecken und hui, der ist aber schön gegangen hier. Das werden ein paar Brote. So, hier habe ich gestern schon die Füllung gemacht für die Zimtschnecken. Butter mit Zimt und Kardamom. Sehr schön fluffig und schön aufgegangen. Der Zimtschneckenteig. Der Teig muss ein bisschen Spannung kriegen. Darf nicht mehr so feucht sein. Und dann legen wir den mal zur Seite. Schauen wir mal, was der Brotteig macht. Brotteig habe ich mit Lievito Madre angesetzt, das ist ein Natursauerteig. Der geht. Und ist schon sehr schön aufgegangen. Der wird einmal am Tag gefüttert. Der wird jetzt geteilt. So, machen wir ein längeres Brot von. Noch Spannung hier. So, dann darf der jetzt auch noch ein bisschen gehen. Oh, Datteln und Rosinen. Die dürfen jetzt auch noch mal ein bisschen gehen. So, die beiden Naturteige werden hier wieder gefüttert. Jeden Tag um die gleiche Zeit, also alle 24 Stunden. Angesetzt wird es einfach nur mit Mehl und Wasser.
Und jeden Tag kommt wieder neu Mehl und Wasser dazu. Irgendwann nimmt man mal ein bisschen was davon ab. Ja, das ist so ein italienischer Lievito Madre, Lievito Naturale, wie auch immer. Natursauerteig auf Weizenbasis. Roggenbrote habe ich sehr viel gebacken, selbst gemahlen mit der schönen Mühle hier und richtiges Vollkorn ohne zu sieben. Die sind super geworden. Und jetzt geht es darum, einfach ein gutes, schönes Weizenbrot auch mal zu machen. Und ich habe festgestellt, es geht gar nicht darum, ob das 1050er, 550er oder Vollkornweizen ist, sondern es geht um die Hefen, um die Naturhefen, die hier jetzt entstehen. Hefen sind überall, in der Luft, im Wasser. Und das sind die sogenannten wilden Hefen. Und ich habe den Eindruck, da ich ja hier einen Monat lang jetzt ohne einzukaufen, komplett autark mit meinem Vorratszeugs lebe. Ich esse ausschließlich meine Brote und da ist nichts mit Weizenwampe und dumm wie Brot, sondern diese wilden Hefen und diese lange Führungszeit vom Teig. Also der Teig, den habe ich gestern angesetzt für die Brote, die wir gleich backen. Und der geht ja 12 bis 18 Stunden. Durch diese lange Zeit werden bestimmte Stoffe abgebaut und er wird einfach viel bekömmlicher, viel besser vom Geschmack. Und dieser Naturteig hier, das schmeckt dann irgendwie nach Italien, ob das jetzt Ciabatta ist oder Brot oder Baguette. So, die Sachen dürfen noch ein bisschen gehen. Und hier hinten habe ich schon mein Häusler Steinbackofen angeschmissen und der heizt noch und in einer guten Stunde können wir dann das Zeugs in den Ofen schieben. Ah, da fällt mir ein, ich muss noch einen Schieber basteln. Altes Brett kann man immer noch verwenden. So, zwei Brettchen sind fertig. So, dass man da auch schön in den Ofen mit kann. Jetzt werden sie noch geölt und dann schieben wir gleich die Leibe in den Ofen. Schon schön hell geworden. Ah.
So, während die Brote backen, schauen wir uns noch ein paar Sprossen an. Meine Küche ist ja unbeheizt, die hat jetzt so ungefähr 9 Grad. Manchmal heize ich den Ofen, aber ganz, ganz selten. Die werden jetzt gewässert. So, dazu habe ich hier so ein Quattro Stagioni. Ein ziemlich großes Glas, ein Liter, glaube ich, ist das sogar. Und von der Firma Keimling. Diese Siebe bestellt und dann gibt es dann von der Firma Lifehite diese großen Lochdeckel, Deckel mit Loch. So, das passt dann da rein. Dann brauche ich Sonnenblumenkerne. Das ist meine Lieblingsmischung. Sonnenblumenkerne und Buchweizen. So ein, zwei Finger breit den Boden bedecken. Und jetzt lasse ich das eine gute Stunde bei Zimmertemperatur stehen. Kipp das Wasser aus, spül nochmal durch, gib das Wasser aus, spül nochmal durch, gib das Wasser aus und vielleicht nochmal. Und dann kommen die auch wieder auf den Ständer und nach 2 bis 3 Tagen sind die dann reif zum Verzehr. Das Brot ist schon gut 10 Minuten im Backofen und es hat einen wunderbaren Ofentrieb bekommen. Es geht schön auf, sieht toll aus. Jetzt wird Zeit, ein bisschen Frühstück zu machen. Wie gesagt, da kommen jetzt ein paar Sprossen rein, ein bisschen Müsli-Mischung und Joghurt. Und wenn ihr guten Joghurt nehmt, der hat ein Verfallsdatum vom, was steht hier drauf, 21.12.20. Das ist schon ein paar Monate her. Aber die halten eigentlich auch sehr, sehr lange. Und da hatte ich mir einige gekauft. So, in den Sprossen ist wahrscheinlich viel mehr Power drin als in jedem gekauften Gemüse. Mmh, yummy. So, jetzt fehlt nur noch ein guter Kaffee. Das Schöne ist, man braucht nicht wieder neu zu heizen, sondern mit der Hitze aus den Steinen wird jetzt einfach weiter gebacken. Zeit für etwas Büroarbeit und ich bin immer noch dabei, mein Buch zum Lebensrad zu schreiben. Und da geht es dann um das Lebensrad, um Prozesse im Lebensrad, um Spiritualität, um innere Entwicklung. Hat genug abgekühlt, dann fertig zum Anschneiden. Oh, schön knackig.
Super. Jetzt geht's erstmal raus. Ich zeige euch mal ein paar Bilder vom Camp und dann werde ich erstmal einen schönen großen Spaziergang machen. Bis später. Ja, während draußen die Wildpflanzen wachsen, habe ich immer noch Wildkräuterpesto, die ich teilweise einfriere. Und das ist ja Rohkost. Das ist praktisch Wildkräuter-Rohkost. Power schlechthin. Und hier ist mein Sauerkraut bald auch fertig. Hui. Das riecht auch schon ordentlich. Ja, so, langsam genug am Buch geschrieben. Es geht gut vorwärts, aber es ist auch ein riesiges Projekt. So langsam neigt sich der Tag hier im Wildniscamp dem Ende zu. Die Sonne steht schon, kann man noch nicht sehen. Blendet ein bisschen. Schon relativ tief. Und so wünsche ich dir einen guten Abend, eine gute Zeit und bis demnächst.